der blauen Ecke. Roman Kurka. Was geht FCL-Gang? Ich bin's wieder, euer Dave. Und nach langer Pause darf ich euch heute wieder herzlich begrüßen zu einem weiteren MMA-Kampf auf unserem Kanal zwischen Tamerlan und Roman. Beide 19 Jahre alt, Tamerlan 5 cm größer, beide 68 Kilogramm. Tamerlan hat schon einen Kampf bei uns bestritten, den könnt ihr euch dann auch am Ende des Videos natürlich gerne anschauen. Er ist wie immer verlinkt. Roman bestreitet heute bei uns sein Debüt und ich bin gespannt, was er drauf hat. Es geht los, Touch Gloves. Schöner Lowkick hier von Roman. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der neuen Perspektive haltet. Beide schauen erstmal, was der andere hier macht. Aber hier schöne Schlagkombination von Roman. Als Antwort auf den Lowkick von Tamerlan. Spinning Backfist Versuch. Ging aber ins Leere, das hat Tamerlan gesehen. Ja, Tamerlan macht da schöne Körperfinden, guckt wie Roman reagiert. Aber Roman lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Antwortet er immer schön, wartet bis Tamerlan kommt, jetzt hier mit einem schönen Lowkick wieder, aber er wartet eher bis Tamerlan kommt, schöner Spinning Backkick, um dann mit sowas hier zum Beispiel zu antworten, schlägt doch immer schöne Hände und jetzt hier 1-2 gut getroffen, Tamerlan geht jetzt aber hier in Infight, sucht den Clinch, beide Knie zum Körper gebracht, Tamerlan jetzt aber mit einem Hook rausgegangen und Roman setzt zum Takedown an, will ihr Tamerlan smashen, Tamerlan aber gut den Schwung mitgenommen, hat Roman gedreht und ist auch in der Halfguard gelandet, ist jetzt direkt zur Topmount rübergegangen. Roman versucht sich zu wehren, dreht aber den Rücken zu. Sollte man eigentlich nicht machen in der Situation. Tamerlan direkt die Hooks drinne und versucht zum Rear Naked Choke anzusetzen. Und wie das aussieht, ist der Arm auch unter dem Kinn. Tamerlan zieht zu und Roman scheint weg zu sein. Da ist auch das Stoppage auf jeden Fall berechtigt. Nicht, dass da weitere Schäden davon getragen werden. Aber schöner, knackiger Kampf direkt in der ersten Runde hier beendet durch Submission von Tamerlan. Highlights hier sehen wir nochmal, welche Hände wirklich connected haben und welche nicht. Aber Roman hier schöne Lowkicks gesetzt. Die hat Tamerlan gemerkt. Denn der Spinning Backkick, der hat leicht connected. Aber die Distanz hat er nicht ganz gestimmt. Aber hier wieder schöne Hände von Roman. Dann von beiden die Knie zum Körper. Und dann Roman hier den Takedown versucht. Tamerlan den aber sehr gut abgefedert mit seinem Bein. Und dann schön den Schwung mitgenommen. Roman gedreht. Dann direkt vorgearbeitet. Und dann hier mit dem Rear Naked Choke gefinished. Hat mir sehr gut gefallen, der Kampf. Gewonnen hat durch Submission in der ersten Runde der Kämpfer aus der roten Ecke! Ja.